Schiva Crew, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute seht ihr erstmal ein komplett anderer Hintergrund. Wir befinden uns hier in meinem Wohnzimmer. Ich glaube, irgendwie hält das auch so ein bisschen, kommt mir das vor. Ja, weiß nicht, ob das durch die Dachschrägen kommt. Ich hoffe, dass mit dem Licht geht so einigermaßen, weil hier ja komplett anderes Licht ist. Ja, wir wollen heute herbstlich dekorieren zusammen und so ein bisschen Clean-up machen, weil hier sieht das aus wie Sau. Ich zeige euch das gleich alles mal. Nehmt euch mal so ein bisschen mit. Und es wird in diesem Video wieder eine Verlosung geben, dazu aber später mehr. Ich würde sagen, ich drehe euch jetzt hier mal um und zeige das Ganze mal, wie es hier gerade chaosmäßig aussieht. Und dann legen wir zusammen los, dass wir ein bisschen aufräumen, ein bisschen sauber machen und dann würde ich sagen, dekorieren wir ein bisschen herbstlich. So sieht das Chaos momentan aus. Was mich auch richtig nervt, sind diese Bilder. Jetzt spiegelt sich die Lampe, aber irgendwie ist mir das nicht herbstlich genug. Und auch da das Seepferdchen und die Anker, da muss ich mir nochmal irgendwie was überlegen. Ja, da wird gleich sauber gemacht. Das Sofa werde ich auch gleich nochmal ein bisschen ordentlich machen. Das sieht aus wie, ja, hier machen wir auch gleich sauber. Und jetzt zeige ich euch, ja, da steht noch der Ball, den habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen, letztes Jahr von meinem Freund. So, jetzt zeige ich euch mal die Herbstdeko. Also, ich war so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ich habe viel, viel mehr. Aber wie ihr seht, also das ist eigentlich alles, was ich so finden konnte. Hier habe ich auch noch mal ein bisschen was ausgebreitet auf dem Tisch. Also ich finde, das ist wirklich nicht viel. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr an Herbstdeko habt. Aber ich probiere mal mit dem bisschen irgendwas Schönes zu zaubern. Wie gesagt, ich muss hier erstmal sauber machen. Das sieht hier wirklich aus wie bei Hempels unterm Sofa. Und da hinten auch. Ach ja, wo ich jetzt den Kleiderschrank sehe. Ihr wolltet ja ein Kleiderschrank-Aussortier-Video. Das wird es natürlich auch geben. Ja, leider muss ich meinen Kleiderschrank im Wohnzimmer stehen haben, weil, wie ihr seht, ich habe Dachschrägen. Und da passt das nicht da hinten in mein kleines Zimmer rein. Von daher habe ich den Kleiderschrank leider hier stehen. Und richtig klein, wie ihr seht. Also deswegen habe ich da auch noch meine Sachen drin. Das machen wir aber im separaten Video. Heute soll es um die Herbstdeko gehen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal zusammen sauber. So, zum Saubermachen benutze ich natürlich erstmal so einen Swiffer hier, so einen ganz normalen. Dann habe ich mir einfach mal von der Küche mitgenommen, Meister Propper, sprühen, wischen und fertig. Ich finde den echt gut, also der macht das echt super. Streifenfrei, das ist wirklich fettlösend und riecht richtig schön nach Orange. Und dann habe ich einmal noch hier ganz normal Ajax, das habe ich glaube ich von Action mitgenommen, fand ich auch super. Doch, die Flächen haben wir jetzt alle. Ich würde sagen, gleich geht es noch ans Sofa und dann noch saugen und dann können wir endlich dekorieren. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob ich das hinbekomme, weil es ist wirklich wenig, aber so habe ich ja wenigstens die Chance, nochmal zur Action zu gehen oder zu Depot und nochmal ein bisschen nach Herbstdeko zu gucken. Ansonsten bleibt das dieses Jahr mit minimaler Herbstdeko. Mal sehen, was wir hinbekommen. So, jetzt habe ich aber gerade beim Aufräumen gesehen, ich habe ja so ein Bäumchen. Das wollte ich heute an euch verlosen. Dieses hier. Hier sind mehrere Farben drauf. Das ist aber hier in diesem LED-Warmweiß. Was ihr dafür machen müsst, ist einfach nur in die Kommentare, also dem Video einen Daumen nach oben geben. Ihr müsst 18 sein, in Deutschland wohnen und dann schreibt ihr mir einfach in die Kommentare. Schiva Crew. Und schon nehmt ihr an der Verlosung teil. Das wird wieder eine Woche gehen, denke ich mal. Also, dass ihr eine Woche Zeit habt zu kommentieren, mit Schiva Crew das Video zu liken. Ja, genau. Dann würde ich sagen, meldet sich der Gewinner auf Instagram. Dann gebe ich den Gewinner auf Instagram bekannt oder hier im YouTube-Video. Auf jeden Fall solltet ihr Instagram haben, damit wir später die Adressen austauschen können. Und, damit ich euch das Bäumchen auch zuschicken kann. Ja. Hä? Alles zu
Verlosung schreibe ich euch nochmal in die Infobox, damit ihr genau Bescheid wisst, wie, wo, was. Aber ist ja eigentlich nicht viel, einfach nur dem Video einen Daumen nach oben geben, Hashtag ShivaCrew schreiben. Ja, wie gesagt, 18 seid, in Deutschland wohnen und der Rest, ja, den schreibe ich euch in die Infobox. Jetzt würde ich sagen, geht's weiter mit dem Sofa. Dann werden wir einmal saugen, dann dekorieren wir endlich. Schon mal ganz gut aus, sauber ist alles. Jetzt überlege ich hier, das sieht so leer aus. Ich weiß nicht, was ich da jetzt genau hinstelle. Ich denke mal, dass ich dieses, das ist übrigens dieses Bäumchen, das ihr gewinnen könnt. Ich finde es total schön, dass ich die Lampe wieder hier hinstelle und hier das Bäumchen. Das ist alles so ein bisschen gedrungen, weil da die Dachschräge ist. Also irgendwie gefällt mir das noch nicht so hundertprozentig. Wie ihr seht, langsam lichtet sich das Ganze hier. Aber irgendwie, wie gesagt, mir fehlen so viele Sachen. Ich hätte auch so gerne so schöne weiße Kürbisse. Und was mir noch fehlt, hier hätte ich gerne solche weißen Puschelkissen. Und dann auch so einen schönen weißen Kürbis. Das sieht mir alles so leer aus. Und die Kissen, die kannst du eh vergessen. Die muss ich bald wegschmeißen. Und das gefällt mir noch so rein gar nicht. Hier muss ich gucken. Ich glaube, da werde ich noch diesen Pilz mit hinstellen. Ich glaube, so könnte das ganz okay aussehen. Das ist, irgendwas fehlt, finde ich, immer noch. So, wir sind fast fertig. Ich muss nur noch ein paar Kleinigkeiten, ein paar Feinheiten. Wie gesagt, ich hatte ja nicht viel. Und dann mache ich euch gleich einen kleinen Rundgang, wie ich das jetzt so herbstlich gemacht habe. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr herbstlich dekoriert. Oder ob ihr sagt, oh, ist ja eh nur Herbst. Erst wieder Weihnachten kommt Deko dran. Also ich finde das immer gerade zum Herbst hin schon mal so eine Einstimmung. Ich finde das total gemütlich, wenn man dann mit einem Kakao abends da sitzt und die Kerzen anhat und ja, so ein Kürbis leuchtet oder allgemein, ich finde das immer so schön mit Kerzen und eingekuschelter Decke, heißen Tee, Kakao, wie auch immer. Genau, ich werde euch jetzt einmal zeigen, was, das ist halt hier wirklich extrem, oder? Ja, ich werde euch jetzt einen kleinen Rundgang machen, was ich alles so gemacht habe, wie ich das jetzt umgestellt habe. War ja nicht viel zu stellen, aber meine Deko filme ich euch jetzt einmal ab. Ich verabschiede uns jetzt. Ich hoffe, euch hat der Herbst-Deko-Vlog gefallen. Ich finde, es sieht jetzt hier richtig schön gemütlich aus. Ich werde mir das jetzt auch richtig schön mit einem warmen Tee hier gemütlich machen und mit Milolein in die Decke einkuscheln. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Donnerstag wieder. Vergesst nicht, die Verlosung geht jetzt eine Woche, kommentiert mit ShivaCrew. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr am Donnerstag... Ach so, eins fällt mir noch ein. Wenn ihr das Kleiderschrank-Aussortieren-Video sehen wollt, dann schreibt mir das bitte auch gerne mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Donnerstag wieder. Tschüss!